Fast ist es fertig geworden hier. Die Abkürzung über den See. Ach je. Was gut ist, wenn da mal Elis drüber latscht und jemand das vielleicht verschwimmen. Ich hoffe nicht, dass sie das machen, aber. Wir benutzen die Schienen, ne? Als Weg. Ja, aber dann kannst du nicht drüber laufen, leider. Ah, ist wie Schwimmen, ne, drüber. Weil die sehen echt cool aus, diese Steindinger, ne? Ja. Alter, krass. Hab ich auch gleich gesehen. Eine richtig schöne Bogenboote. Ja. Oh, das klappt alles noch nicht. Aber oben mal so ein Ding vielleicht ein. Aber geht. Wo stimmt hier definitiv nicht? Oh shit, was hat Dagger jetzt gemacht? Oh nö, ey. Du warst so richtig verkackt gerade. So richtig? Naja, wobei, so richtig noch nicht, aber ja, zumindest fließt die Kohle gerade in den Kupfer-Output rein. Soll sie nicht in der Kupfer hin? Genau so muss das. Warum? Ich kümmere mich mal darum, dass wir die Forschung weitermachen. Yes. So, eher hier hin. Wie das Wasser hier einfach richtig grün ist. Mhm. Beim Kohlekraftwerk. Ups. Es sind trotzdem noch ewig viele Fische drumherum. Okay, Kupferproduktion steht eventuell auch. Super. What? Oh, ich warte, wenn der Erzer von uns immer zum Zug befahren wird. Ach, ich freue mich schon darauf. Nichts Schöneres als vom Zug überfahren zu werden. Wie viel Verarbeitung sollten wir jetzt gleich durchkriegen? Was für eine Verarbeitung? Schwefelverarbeitung. Ja, also, okay. Ja, okay. Schon ganz okay. Aufklärungsflugzeuge. Die Seuche, was sind das? Die Seuche ist das, was die Welt zerstören kann. Hm? Die Seuche können die Welt zerstören, das ist ein Virus. Die jedes Leben auf einem Planeten auslöscht. Ja. Was heißt, der Spiel schon aus der Rippe, was machen? Also, wir fliehen auf einen anderen Planeten vorher. Das ist doch der letzte Ausweg. So eine Art Rakete.
Kann man die erforschen oder was? Ja, könnte man. Machen wir aber nicht. Erstmal. Was bringt denn das, wenn du deinen eigenen Planeten ausrüstest? Ja, das glaube ich, geht vielleicht auch irgendwann wieder weg, keine Ahnung. Aber es muss. Du wirst die FPS auf null gefühlt schritten. Ja. Wahrscheinlich eher für die Space-Exploration-Welten gedacht, um da alle Aliens abzutöten. Ja, das. Wie gesagt, nach einer. Das braucht einen Cooldown, so nach dem Motto, okay, nach einer halben Stunde ist weg. Ja, ich weiß es halt nicht, so lange habe ich es nicht getestet gehabt. Ich hab's in der normalen Welt getestet, das hat so ausgebreitet, dass die FPS gefühlt auf null waren, nichts ging mehr. Nice. Ja, also Ding reicht, eine Bombe. Das breitet sich komplett aus. Ich hab alle Erzfütter aufgebraucht. Ups. Ich brauch mal welche. Ich hab noch 13. Das ist dreifach davon. Das wird reichen. Und 16 sogar. Holzproduktion gefällt mir. Wir haben einfach nur die roten und die weißen Technologien, die oder die leeren automatisiert. Das wundert mich. Was ist das denn jetzt? Wo ist denn da gerade ein Zombie vor mir gespawnt? Ah, gerade warum? Nehmt ihr eigentlich ein Alien-Nest oben? Man kann in der Nähe davon nichts bauen. Und wenn man was probiert, dann tun random ab und zu mal Aliens spawnen. So. Müsste man erst entfernen. Das können wir aber auch. Jetzt nur die beiden Würmer töten, die vielleicht eventuell noch wären, weiß ich nicht genau. Und dann müssen wir halt das Zeug auf dem Boden entfernen. So, Mit. Was war das nochmal? Schaufel. Irgendwie so, ja. Und dann können wir da auch bauen. Ja, das ist schon ein Problem. Ja, die Forschung ist fertig. Ach, guck mal, wir sind schon Level 5 dadurch geworden. Lol. Ja, das geht schnell, wenn du große Forschung hast, steigst du schnell auf.
Ah. Hm. Dann kannst du die Punkte jetzt in deinen Charakter verteilen. Ja, schau erstmal alles in Crafting rein. So. Ich kann auch mit Abstand am wichtigsten. Oh, one. Geht schneller, holy shit. Geil. Geht ja viel schneller. Ja, es sind halt Low-Level, ne? Ich sag mal, ein Kollege von mir ist schon Level 90. Das dauert dann schon wieder. Ja. Wir können auch mit, bei der Forschung gibt es auch irgendwo, da können wir auch die Crafting-Geschwindigkeiten mit Metall erhöhen. Ich hoffe nur, es verdreht sich halt mit der Mod. Wollen wir dann sehen. Mal schauen. Ich hoffe erstmal, dass sich die Klippensprengstoffe nachher nicht mit den Klippen vertragen. Ja. Warum kann ich mir vorstellen, dass wir dafür Öl brauchen? Wirklich. Wofür? Für Sprengstoff? Ja. Klippensprengstoff, ja. Würde irgendwie keinen Sinn ergeben, warum brauchst du da Öl für? Ich weiß nicht, vielleicht Schwefel oder so rausziehen. So, okay, ja. Ja. Ist mir egal. Erstmal die Mauer außen rum machen. Fehlen jetzt noch Wachtürme. Wachtürme? Ja. Achso, die wir rausschmeißen mussten? Mhm. Egal, wenn ich drin wäre, ja. Puh, mineralisches Wasser. 1,9 Millionen. So, wie sieht das hier aus? Tunnel. Kann ich hier einen Tunnel bauen oder nicht? Ernsthaft, als zu. Mann! Scheiß gelben Tunnel. Mag die Yeah. Warum macht er das nicht? Was hat er dann? Oh, das ist Kupfer, kein Eisen. Sprengstoff benötigt, leeres Fass, Sprengstoff und Granate. Mhm. Kannst du ja mal schauen, dann. Granate, brauchst nur Eisenplatten und Kohle. Was habe ich gesagt? Sprengstoff, ne? Ja,
Kippensprung war das, ne? Sprengstoff, wo ist das denn? Ja. Bei Zwischenprodukten. Explosives. Da braucht man Schwefel und Wasser und das musst du in einer Chemiefabrik herstellen. Okay. Schwefel, also einfach produziert, das ist ja nichts Wildes. Ja. Schwefel brauchst du Wasser und Flüssiggas, also braucht man Öl. Ja. Öl ist ja da oben. Ja. Wir müssen halt anfangen, da was mitzumachen. Na, ich habe erstmal hier eine Mauer gezogen, dass man wenigstens irgendwann mal wieder mit Aliens spielen kann. Ja. Ja, Öl können wir da immer noch groß aufziehen, aber vielleicht mit provisorischen Kleinigkeiten, ob wir das zumindest feststellen können. Ja, genau. So, nur das aller nötigste quasi. Die aktuellen Umgebungen sind ja kein, Zustand hier. Ja, stimmt. Also Kupfer und Eisen läuft von der Schmelze her. Ich muss das jetzt nur noch anschließen und auch den Abfall irgendwo anschließen. Ich wollte das über das Lager laufen lassen, aber das Lager habe ich echt noch nicht wirklich Bock anzufangen. Das war so aus. Eigentlich müsste ich. Oder ich helfe euch erstmal, aber eigentlich müsste ich erstmal hier Eisen und Kupfer fertig machen, ne, dass es läuft. Mach du mal, ich mache hier den Klippensprengstoff und dann. Ja, scheiß drauf, euch das Lager bauen. Strom. Hm. Hast du da eine Chemiefabrik noch im Inventar? Hm? Ja, noch eine Chemiefabrik im Inventar. Ich habe aber Ölförderer. Ja, auch super. Scheiße! Ich will sterben! Ich will sterben! Ich komme schon hoch! Nein! Meteoriten? Ja, ich hab mit Thron gerade eine große Fläche ruhen lassen. Da war anscheinend ein Meteorit dabei. Und ich hatte eventuell darauf nicht vorbereitet, dass auch keine Kiste in der Tat, wo ich es reinlegen konnte. Hm. Na, ist ja bitter. Ja. Thron, dann hier bin ich. Komm zu mir. Uff, ey. Wer die Primär ist Uran oder sowas. Ist böse gewesen. Bitte. Ich hoffe mal, sie bringen Uran. Weil es wäre natürlich tragisch, wenn sie Uran bringen würden. Du wärst gleich wieder tot. Du hast doch keine Ressourcen, irgendwas zu craften. Verlierst du dein Level, oder? Nope. Immer Level 6. Nee, das verliert man nicht. Mit einem tollen Mod, wenn einer stirbt, dass irgendeine Forschung gelöscht wird dadurch. Ja, die hatte ich auch kurz mal drin und dann wieder rausgehauen, weil das absolut scheiße ist. Vor allem, wenn wir einfach so oft sterben, naja. So schnell forscht man jetzt hier auch nicht am Anfang. So, was da war die, die komische Schaufel nochmal bei den Krams hier. Ey, wie mach ich das denn jetzt? Das muss ich auf jeden Fall beeilen. Da ist ja Uran drin, ne? Kiste? Uran.
Idee. Okay. Johann-Kiste gebaut. Ja. Ganz, ganz wenig. Na, ja, Klippensprengstoff ist oder auch bald fertig. Jetzt ein Fahrzeug gebaut, wo so hart drin ist. Kann ich damit transportieren. Ja, witzig. Das Lager. Keine Ahnung wie. Manchmal ansatzweise. Das sollte Nico machen. Ja, da war keinen Bock mehr. Ja. Dann müssen wir die Lagerhäuser dafür, die ich nehmen wollte. Nicht mehr erforscht. Ja, die Metalldinger, da haben wir doch erforscht, oder? Die Schuppen. Ja, aber die sind nicht bezahlbar, die Dinger. Ja. Das ist abartig. Tja, schwund ist überall. Dann werde ich. Boah, Alter, ich bin schon verarscht. Ah,
ja, ist gut. Mein Inventar ist voll. So ein Lagerhaus ewig. So, jetzt soll das hinkriegen, wenn nichts werden. Och, damit jetzt. Wo ist die Bäume? Auch schon. Und schau ich mal. Nice, endlich. Investiert ihr eure Skillpunkte? Natürlich, also bis jetzt habe ich die nur in Laufgeschwindigkeit investiert. Okay, warum mal am Anfang 10 Punkte Crafting, das reicht, und dann Laufgeschwindigkeit, ja. Ja, ich mache das ja auch alles in Crafting. Mein Vehicle mag 2 bauen. Thank you.